So, in diesem Video beschäftigen wir uns mit Aufgabe 1 und 2 des Selbsttests. Das heißt, als erstes werden wir jetzt hier einmal gucken, was ist denn ein Definitionsbereich. Und zwar der Definitionsbereich gibt immer an, letztendlich die Werte auf der x-Achse, die zulässig sind. Das heißt also, für welche Werte ist eine Funktion definiert? Wenn wir uns jetzt hier diese Funktion anschauen, dann haben wir hier zweierlei. Erstens haben wir hier einen Bruch. Und ein Bruch darf hier unten im Nenner keine Null enthalten. Das heißt, auf jeden Fall muss die Wurzel x² minus 4 ungleich 0 sein. Dann haben wir noch ein Problem. Wir haben hier nämlich eine Wurzel, wie ich eben schon sagte. Und zwar können wir in R, also in den reellen Zahlen, nur lösen, wenn das, was unter der Wurzel steht, größer ist als 0. So, damit haben wir zwei Bedingungen im Grunde genommen. Und zwar müssen wir zum einen sagen, der Definitionsbereich hier in unserem Fall sind im Nenner keine Null und unter der Wurzel keine negativen Zahlen. Das erreichen wir automatisch, wenn wir x² minus 4, was der Term unter der Wurzel ist, größer als 0 einsetzen. Dann können wir die 4 auf die andere Seite bringen mit plus 4. Dann haben wir also x² muss größer als 4 sein. Und jetzt muss man aufpassen, wann ist x² größer als 4? X² ist genau dann größer als 4, wenn ich entweder 2 zum Quadrat nehme und ich kann natürlich auch minus 2 zum Quadrat nehmen. Dann habe ich beide Male die Zahl 4 erwischt. Das heißt, die 2 letztendlich darf nicht dazugehören. Mein x muss also definitiv entweder größer als 2 sein oder kleiner als minus 2, aber nicht 2 bzw. minus 2. Und dann kommen wir hier zu dieser Schreibweise. Bei diesen Klammern, wenn sie nach außen gedreht sind, also dem Wert ausklammern, dann heißt es, die Zahl gehört nicht dazu. Dabei ist es so, dass unendlich niemals zu einem Intervall gehört, weil unendlich keine Zahl ist. Das heißt, die kann nicht dazu gehören. Analog ist das mit dem Minus unendlich und der Minus 2. Auch die beiden gehören nicht zum Intervall. So, und dieser Bereich von Minus unendlich bis Minus 2 und 2 bis unendlich, das ist gelistet unter fünftens. Beim Wertebereich ist es so, dass man sich anschaut, welche y-Werte kommen denn drin vor, also welche Ergebnisse liefert die Funktion. Und wenn wir jetzt unsere Funktion anschauen, auf gar keinen Fall wird sie 0. Und dadurch, dass wir aus einer Wurzel jetzt hier in unserem Fall nur positive Zahlen ziehen, also gar nicht weiter gucken, sonst müsste man das noch etwas anders definieren, dann wissen wir auch noch, dass unsere Funktion also im Grunde genommen so aussieht. Das heißt, wir haben hier im unteren Teil keine Werte. Das ist hier unser
Wertebereich. Das heißt, wir haben also nur Zahlen größer als 0. Also haben wir 0 nicht dabei und unendlich nicht dabei. Und damit sind wir automatisch bei Lösung 2.